Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Audio Experts. Wir haben uns heute nochmal das Thema Gehäuse vorgenommen. Wir haben ja bereits mal ein kurzes Video dazu gedreht. Da kamen so viele Fragen und Anregungen auf, dass wir uns entschieden haben, wir machen das heute mal ein bisschen ausführlicher. Beim Thema Gehäuse ist natürlich die erste Frage, was für eine Art von Gehäuse gibt es überhaupt für Lautsprecher? Und die einfachste Variante ist die sogenannte offene Schallwand. Das heißt, man macht im Prinzip einfach nur ein Brett mit einem Loch rein, da kommt der Treiber rein, der Tieftöner oder was auch immer. Und das war es schon. Das heißt, das ist im Prinzip gar kein Gehäuse, funktioniert aber schon gut und hat so ganz spezielle Eigenschaften, auf die gehe ich später noch mal ein bisschen genauer ein. Der nächste Schritt von der offenen Schallwand ist dann das geschlossene Gehäuse. Das heißt, man klappt im Prinzip diese Schallwand zusammen, sodass man ein geschlossenes Gehäuse bekommt. Und der gesamte Schall, der von der Rückseite der Membran abgestrahlt wird, wird in dem Gehäuse in Wärme umgewandelt und soll möglichst das Gehäuse nicht verlassen. Dann im nächsten Schritt kann man das Gehäuse ventilieren, das heißt, man kann ein Bassreflexgehäuse daraus machen. Auch dazu haben wir ja schon ein sehr ausführliches Video gedreht, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, um dieses Prinzip genauer zu verstehen. Dann gibt es noch andere Bauformen, zum Beispiel die sogenannte Transmission Line. Die Transmission Line ist im Grunde genommen einfach nur eine Röhre, die in ihrer Länge so abgestimmt wird, dass die Grundfrequenz, also die Viertelwellenlänge der Grundfrequenz, die verstärkt werden soll, der Länge dieser Röhre entspricht. Diese Transmission Lines haben viele Liebhaber, die gibt es in verschiedensten Bauformen, die gibt es als gerade, als mehrfach geknickte Varianten. Und letztlich ist es nichts anderes als eine Röhre, die auf der einen Seite geschlossen ist und auf der anderen Seite offen ist. Dann gibt es noch eine Mischform von geschlossenem Gehäuse, Bassreflexgehäuse oder Transmission Line, den sogenannten Bandpass. Dabei sitzt die Membran sozusagen mitten im Gehäuse. Das heißt, auf der Rückseite ist ein Gehäuse und auf der Vorderseite ist auch ein Gehäuse angebaut. Und damit der Schall jetzt aus diesem ganzen Gehäuse entweichen kann, muss mindestens eins von diesen beiden Gehäusen ventiliert sein. Also im Prinzip ein Bassreflexgehäuse sein. Man kann aber auch beide Gehäuse, also die Vorderseite und die Rückseite, ventilieren. Man kann auch zwischen den beiden Gehäusen noch eine Ventilation einbauen und so weiter. Also das ist unendlich viele Kaskaden an Gehäusen und also Subgehäusen und Röhren kann man sozusagen kombinieren. Das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Üblicherweise ist es so, dass Bandpassgehäuse heutzutage fast nur noch als Subwoofer eingesetzt werden, als reine Subwoofer. Und vor allen Dingen im PA-Bereich kann ich durch einen Bandpass die Energie auf einen bestimmten Frequenzbereich konzentrieren. Das heißt, maximalen Output in einem relativ schmalen Frequenzbereich, was im PA-Bereich ja erwünscht ist, weil ich will maximalen Druck haben. Und da werden üblicherweise doppelt ventilierte Gehäuse genommen. Das heißt also zwei Kammern, Vorderseite, Rückseite und beide sind ventiliert. Dann gibt es noch Mischformen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch ein geschlossenes Gehäuse auf die Rückseite setzen, auf die Frontseite eine Transmission Line und alles Mögliche, was dazwischen liegt. Also theoretisch auch denkbar, sehr selten gebaut, eine Transmission Line, die auf beiden Seiten geschlossen ist und dann auf dem einen Ende ein Bassreflexkanal. Also es gibt unendliche Varianten, die alle ihre Vorteile, Nachteile haben, aber wenn wir ehrlich sind, 90-95% aller Lautsprecher, die man kaufen kann, sind Bassreflex-Lautsprecher. Und das hat natürlich einen guten Grund. Sie sind einfach zu konstruieren, einfach zu bauen und sie funktionieren hervorragend. Und die restlichen 3-5% sind in der Regel eigentlich geschlossene Gehäuse. Dann gibt es natürlich noch Besonderheiten, zum Beispiel Hörner. Hörner sind im Grunde genommen gar keine Gehäuse, sondern eher Schallführungen. Man kann das sehr gut erkennen. Zum Beispiel bei diesem PA-Lautsprecher, den wir bei Quadral entwickelt haben, für das Auditorium in Kollerschlag, unserer Mutterfirma Loxone. Das heißt, das ist ein Element aus einem Line-Array, das in dem Auditorium hängt. Und hier kann man sehr gut erkennen, diese Mischform. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen eine Art Druckkammer. Das heißt, im Prinzip fast ein Bandpass. Hier strahlt der Hochtöner. Das ist eine ganze Leiste von Hochtönern sozusagen, strahlt in ein Horn nach vorne, ebenso wie auch diese Mitteltöner über die Kammern. Und gleichzeitig haben wir, man sieht das an der Seite, einen Bassreflexkanal. Das heißt also, das Ganze ist ventiliert mit Horn und Druckkammer. Das heißt, das ist ein sehr aufwendiges Konstrukt, bei dem es darum geht, verschiedenste Eigenschaften auf ein Gehäuse zu konzentrieren. Das ist natürlich ein großer Aufwand und vor allen Dingen PA.
Das ist für den Hausgebrauch eher so nicht gedacht. Wenn man jetzt sich überlegt, okay, ich habe ein Gehäuse gebaut, was macht der Lautsprecher jetzt eigentlich in diesem Gehäuse? Also wie strahlt der jetzt überhaupt den Schall ab? Denn wenn ich einen guten Sound haben will, muss ich ja dieses System beherrschen. Ich muss ja wissen, wie strahlt das Ding den Schall ab und wie gehe ich damit um? Und es gibt grundsätzlich drei Varianten von Abstrahlcharakteristik. Es gibt natürlich auch weitere Formen, aber die Grundcharakteristiken im Lautsprecherbau sind der Monopol, der Dipol und der Bipol. Und dann gibt es dazwischen natürlich ganz viele Abstufungen. Wenn wir von einem geschlossenen Gehäuse oder Bassreflexgehäuse sprechen, haben wir in der Regel oder eigentlich immer ein Monopol. Das heißt, ich habe auf einer Seite meines Lautsprechers meine Lautsprecherchassis und die strahlen in eine Richtung erstmal grundsätzlich ab. Der Dipol, ich mache dazu mal eine Skizze, während der Monopol also den Schall hier abstrahlt, wobei Teile des Schalls natürlich auch ums Gehäuse gebogen werden sozusagen, ist der Dipol jetzt so, wie im Falle der offenen Schallwand, die bezeichnet nämlich einen Dipol, wir haben den Lautsprecher in der offenen Schallwand und jetzt strahlt er nach vorne ab und er strahlt nach hinten ab. Und weil wir hier unterschiedliche Polarität haben in diesen Feldern, löschen die sich auf der Achse des Lautsprechers aus. Und wir bekommen die sogenannte Acht-Charakteristik. Beim Bipol sieht das Ganze jetzt so aus. Ich zeichne den mal noch in die gleiche Skizze. Beim Bipol haben wir jetzt eine Charakteristik, die auf beiden Seiten Plus ist. Und dadurch bekommen wir eine kugelförmige Abstrahlung, weil zu den Seiten sich der Schall sauber addiert. Das sind die grundsätzlichen drei Abstrahlcharakteristiken, die auf die Gehäusefunktion als solches zurückzuführen sind. Man kann jetzt durch verschiedene Anordnungen, kann man zum Beispiel auch eine sogenannte Nierencharakteristik erreichen. Die sieht dann so aus, dass man zum Beispiel ein Gehäuse hat, man hat einen Tieftöner da drin und man hat zum Beispiel einen zweiten Tieftöner, der nach hinten strahlt. Und jetzt durch Laufzeitverzögerung, durch Anordnung und so weiter bekommt man dann eine solche Abstrahlcharakteristik. Das ist die sogenannte Nierencharakteristik. Und zwischen diesen Charakteristiken kann man beliebig variieren. Welche Auswirkung hat jetzt aber zum Beispiel die Gehäuseform auf die Schallabstrahlung? Mache ich sie eckig, mache ich sie rund, schräg? Also es gibt da die verschiedensten Theorien, auch die verrücktesten, und viele, viele sind davon nicht valide. Zum Beispiel schräge Wände. Ist das eigentlich notwendig? Wofür brauche ich an einem Gehäuse schräge Wände? Wenn ich mich auf dem Markt umgucke, 90% der Lautsprecher haben keine schräge Wände. Und klingen die gut? Ja, sie klingen gut. Sie klingen sogar fantastisch teilweise. Woran liegt das? Es wird oft gesagt, dass zwischen den Wänden sich stehende Wellen bilden. Das stimmt in einem gewissen Maße, aber wenn ich ein normales Gehäuse habe, sind diese stehenden Wellen so klein, beziehungsweise die Frequenzen sind so hoch, bei denen diese stehenden Wellen auftreten, dass ich die mit Dämpfungsmaterial ganz einfach wegdämpfen kann. Das heißt, sie spielen gar keine Rolle, egal ob ich jetzt eine gerade Wand habe oder eine schräge. Und wenn ich zum Beispiel einen Standlautsprecher habe und der, ich sag mal, 1 Meter, 1,20 Meter hoch ist, dann habe ich natürlich in der Länge eine stehende Welle, die schon im Tieftonbereich stattfindet. Und weil fast alle Lautsprecher Bassreflexlautsprecher sind, kriegen wir da natürlich ein Problem. Denn zum einen muss ich diese stehende Welle bedämpfen, zum anderen will ich ja die Energie nicht verlieren. Da gibt es dann nicht die Möglichkeit, einfach nur den Deckel ein bisschen schräg zu stellen, weil bei den Wellenlängen spielt das überhaupt keine Rolle. Da gibt es einige wenige Konstruktionen, die im Gehäuse schräges Trennbrett haben, das sehr lang, sehr schräg, sehr tief läuft. Und das wird dann wie ein akustischer Sumpf sozusagen bedämpft. Das geht, das funktioniert super, frisst aber wahnsinnig viel Volumen. Das heißt, der Lautsprecher wird deutlich größer. Und wie wir wissen, die meisten wollen keine großen Lautsprecher haben. Das heißt, das ist ein Spezialfall, den man im Markt fast nicht wiederfindet, obwohl es sehr gut funktioniert. Dann ist natürlich die Frage, eckig oder nicht eckig? Eckig, rund, Die meisten Gehäuse sind eckig, natürlich. Es ist viel günstiger zu fertigen. Alles, was rund ist, ist aufwendig, ist teuer. Oder in Holz fast gar nicht machbar. Also gibt es diese
diese Aussage, wir haben unsere Kanten jetzt schräg gemacht, um das Abstrahlverhalten zu verbessern. Aber wofür überhaupt? Was machen die Kanten denn überhaupt Schädliches? Das ist ganz einfach. Zum Beispiel der Hochtöner strahlt in dem Bereich, wo die Wellenlänge ungefähr den Gehäuseabmessungen entsprechen, strahlt er rund ab. Das heißt, er strahlt ab und die Schallwellen werden hier an diesen Kanten reflektiert. Es entstehen sogenannte Sekundärschallquellen. Das heißt, der Schall wird hier reflektiert und wieder nach vorne geworfen. Das heißt, ich habe den Direktschall und diesen reflektierten Schall. Dadurch bekomme ich einen Einbruch im Frequenzgang. Ich will das mal ganz kurz aufzeichnen, damit es vorstellbar wird. Wir haben hier den Pegel und hier die Frequenz in Hertz. Und sagen wir mal, wir haben hier 1 Kilohertz. Darüber setzt ja üblicherweise der Hochtöner ein. Das heißt, mit Frequenzweiche könnte das zum Beispiel so aussehen. Ideal. So sieht der ideale Hochtöner aus, mit einer Trennfrequenz irgendwo über 1 Kilohertz. Durch die Gehäusekanten passiert jetzt aber in einem bestimmten Frequenzbereich das. Das heißt, diese Sekundärschallquellen überlagern sich mit dem Direktschall. Und das führt zu einer Auslöschung, zu einer deutlichen Auslöschung, die abhängig von der Gehäusebreite ist natürlich. Jetzt kann man die Gehäusekanten stark abrunden oder stark abschrägen. Dann wirkt das so, dass der Schall sauber ums Gehäuse herumgebeugt wird und keine Sekundärschallquellen entstehen. Das heißt, durch eine starke Abschrägung können wir das hier entweder glatt kriegen, aber zumindest sehr gut entschärfen. Das Problem dabei ist, diese Schrägen müssen sehr groß sein. Und wenn man mal sich auf dem Markt umschaut, die allerwenigsten Gehäuse haben wirklich große Schrägen. Das sind meist 2 cm oder 3 cm und die Wirkung ist quasi vernachlässigbar. Das wird trotzdem diesen tiefen Einbruch hier geben. Also in der Regel ist das ein Werbespruch und nichts anderes. Eckig oder leicht abgekantet macht praktisch keinen Unterschied. Kann man vernachlässigen. Es sei denn, man macht sie wirklich sehr stark schräg oder sehr stark abgerundet. Dann können wir die Situation deutlich verbessern. Gehören Spikes unter die Lautsprecher? Ist auch eine häufig gestellte und häufig diskutierte Frage. Jeder, der mal aufmerksam HiFi-Lautsprecher gehört hat, mit Spikes, ohne Spikes, wird bestätigen können, Spikes verbessern den Klang, wenn sie sauber montiert sind, wenn der Lautsprecher sauber aufgestellt ist. Man muss es nicht machen, das hat natürlich immer auch mit den eigenen Ansprüchen zu tun, aber wenn man das Beste aus einer Anlage rausholen will, sollte man Spikes drunter machen. Und für die Leute, die Angst um ihren Boden haben, man kann natürlich auch Pucks nehmen, sogenannte Pucks, die geradere Flächen haben, dass sie den Boden nicht zerkratzen. Das funktioniert auch hervorragend. Ich würde es jedem empfehlen, der wirklich gut Musik hören will, Spikes oder Pucks drunter und das Ding läuft. Nächste Frage, die immer wieder auch aufkommt, wir hatten das in einem anderen Video, das hat auch zu vielen Kontroversen geführt, aus welchem Material baue ich denn jetzt mein Gehäuse eigentlich am besten? Es ist so, Beton ist ein super Material, man muss es nur beherrschen. Da gibt es auch kein Vertun und ansonsten auch da wieder, aus guten Gründen sind 90-95% aller Lautsprecher aus Holz gebaut. Es ist in allen Preisklassen anwendbar. Man kann es beliebig aufwendig konstruieren, ohne die Preise direkt explodieren zu lassen. Man kann verschiedene Oberflächen draufsetzen, furnieren, lackieren oder was auch immer. Wer ein Holzgehäuse hat, ja, das ist einfach Stand der Technik. Alles andere ist sehr exklusiv, sehr außergewöhnlich. Es gibt ja auch Verbundmaterialien. Aber das wird immer direkt sehr teuer. Muss man für sich selber entscheiden, wie viel Budget habe ich, wie viel Spaß habe ich dran. Das ist halt einfach so. Wir haben jetzt bisher nur von HiFi-Lautsprechern gesprochen, aber es gibt ja nicht nur HiFi-Lautsprecher. PA-Lautsprecher haben wir auch schon erwähnt, die aber konstruktiv sehr ähnlich sind. Jetzt wissen viele von euch aber, dass wir seit 3 Jahren Teil der Loxon-Familie geworden sind und uns sehr stark erweitert haben im Bereich Installationslautsprecher. Wie sieht das denn da aus mit Gehäusen und Einbaubedingungen? Dazu zeige ich einfach mal klassisches Einbaugehäuse. Das hier ist ein klassisches Einbaugehäuse für Deckeneinbau, Wandeinbau. Ist das denn überhaupt notwendig? Brauchen wir das überhaupt? Nein, brauchen wir nicht grundsätzlich. Und zwar, wenn der Lautsprecher direkt in eine Rigipsdecke oder Wand eingebaut wird, die geschlossen ist, brauchen wir kein extra Gehäuse, weil
diese abgehängte Decke oder die vorgesetzte Wand ist im Grunde genommen schon ein großes geschlossenes Gehäuse. Worauf wir da achten müssen, ist allerdings, dass es etwas stabiler gebaut wird im Bereich des Tieftöners, weil da wird natürlich viel in Schwingung versetzt. Das heißt, lieber mal eine Strebe mehr einbauen. Und was wichtig ist, was viele vergessen oder gar nicht bedenken, auch dieser Hohlraum sollte unbedingt bedämpft werden. Man denkt dann direkt bei Deckenbau oder überhaupt am Bau an Glaswolle, Steinwolle, solche Geschichten. Das würde sehr gut funktionieren, hat aber den großen Nachteil, es löst sich auf im Laufe der Zeit durch Vibration, durch Schwingung. Und dann kriegt man diesen fiesen, feinen Staub in den Lautsprecher. Und weil oft ja, Lücken, Löcher oder was auch immer sind, zum Beispiel am Korbrand oder so, dann wird das in den Wohnraum eingetragen. Deswegen empfehlen wir das auf gar keinen Fall. Nehmt also bitte unbedingt irgendwelche langfaserigen Wollen oder es gibt Materialien, Naturmaterialien auf Hanfbasis oder so. Aber auf jeden Fall bedämpfen. Sonst haben wir da auch wieder in diesem Hohlraum stehende Wellen, Reflexionen, die nicht bedämpft werden und so weiter. Die Backbox, wie wir die nennen, die wird dann relevant, die wird dann wichtig, wenn ich eine sogenannte Akustikdecke habe. Das heißt, Akustikdecken sind ja in der Regel mit sehr vielen Löchern drin, die dann bedämpft werden. Die wirken im Grunde genommen ein bisschen wie ein akustischer Kurzschluss. Was heißt ein bisschen? Sie sind wie ein akustischer Kurzschluss, auch wenn die etwas bedämpft sind. Das heißt, in dem Falle würden wir ganz viel Bass verlieren. Wir müssen dann also den Lautsprecher in ein Gehäuse, in ein extra Gehäuse einbauen. Das geht zum Beispiel mit dieser Backbox, die wir im Vertrieb haben, sehr einfach und dann auch flächenbündig mit der Decke. Einziger Nachteil ist dann, die Größe des Gehäuses ist natürlich limitiert. Das heißt, wir verlieren etwas an Bass. Da muss man dann mit dem Equalizer ein bisschen nacharbeiten, aber auch das geht eigentlich sehr gut. Der große Vorteil bei Einbau in die Decke oder in die Wand ist ein ganz spezielles Phänomen. Und zwar, wir bekommen eine sogenannte unendliche Schallwand. Ich will das mal aufzeichnen, was das bedeutet. Dafür stelle ich den mal eben hier ab. Wie wir ja soeben schon gesagt haben, findet bei einem klassischen HiFi-Lautsprecher eine Beugung des Schalls um das Gehäuse herum statt. Allerdings nicht in allen Frequenzen gleichmäßig. Das heißt, ein Lautsprecher, ein Tieftöner, hat im Gehäuse, nehmen wir hier mal wieder unsere 100 Hertz, ungefähr diesen Verlauf. Weil wir hier ungefähr 1 Kilohertz haben. Das heißt, weil im Tieftonbereich der Schall um das Gehäuse herum komplett gebeugt wird, haben wir auf Achse, also Ausrichtung des Lautsprechers, weniger Pegel als zu steigenden Frequenzen, weil der Lautsprecher fängt an, den Schall immer mehr zu bündeln, immer mehr nach vorne zu projizieren und immer weniger ums Gehäuse herum. Das heißt, wir haben im Idealfall von hier nach hier einen Anstieg von ungefähr 6 dB. Und jetzt ist es so, im Raum wird dieser nach hinten gebeugte Schall in diesem Bereich von Wänden reflektiert und sich mit dem direkten Schall überlagern. Das heißt, er addiert sich nicht einfach zu dem gleichen Pegel im Raum, sondern er löscht sich teilweise aus. Auch das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Man kriegt einen unglaublich welligen Verlauf und der Pegel bleibt aber eher auf diesem niedrigeren Niveau. In dem Moment, wo ich jetzt einen Lautsprecher in die Decke oder in eine Wand einbaue, sieht er im Grunde genommen eine unendliche Fläche hinter sich. Das heißt, die ganze Energie wird vom Lautsprecher direkt nach vorne in den Raum eingetragen. Bedeutet, es wird nichts ums Gehäuse herum gebeugt. Kann man noch schöner zeichnen. Sondern wir gewinnen in dem gesamten Bass- und Grundtonbereich 6 dB. Gegenüber einem klassischen HiFi-Lautsprecher. Und das Schöne daran ist, wir haben keine Reflexion. Natürlich haben wir immer noch Reflexionen im Raum, aber nicht von der Rückseite, die dann phasenverschoben ist und so weiter. Das heißt, die Welligkeiten im Frequenzverlauf im Raum werden hier deutlich weniger sein als im Fall unseres HiFi-Lautsprechers. Ich denke, dass ich die wichtigsten Sachen zum Thema Gehäuse damit aufgeführt habe. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder wenn ich irgendwas vergessen habe oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind immer froh über Anregungen, weil wir werden die natürlich in die neuen und in die weiteren Videos wieder mit einbauen. Und ich glaube, ihr seid jetzt fit, um viel genauer und viel besser euch die Gehäuse anzugucken und zu bewerten, was ist jetzt eigentlich wirklich Physik und was ist Werbebotschaft. Ich denke, da sind einige Sachen sehr deutlich geworden. Also, verbleibe ich mit besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.